Dieses Frauenwahlrecht ist nicht vom Himmel gefallen. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Seit 100 Jahren gibt es kein einziges Parlament, in dem Frauen gleichberechtigt vertreten sind. Der Kampf der Frau, in allen Bereichen der Gesellschaft gleichberechtigt zu sein. Ja, Frauen dürfen wählen, Frauen dürfen Auto fahren und Frauen dürfen arbeiten, ohne dass ihr Mann die Erlaubnis zugibt. Das gleiche Geld für die gleiche Arbeit zu bekommen. Das ist noch so ein Relikt aus alten Zeiten. Männer haben ihre Seilschaften, finden ihre Unterstützer und da haben es Frauen eben etwas schwieriger. Und auch der Anteil von Frauen in der Politik ist immer noch deutlich weniger als der der Männer. Im Bundestag sitzen zurzeit 30,9% Frauen. Im niedersächsischen Landtag ist die Zahl der Frauen bei 27,7%. Nicht anders in den Kommunalparlamenten. Wäre der Anspruch da eben auch 50% Frauen im Rat oder auch in Berlin? Es dauert länger, als ich mal als 20-Jährige gedacht habe. Aber ich würde nie nachgeben und nie aufgeben und nie resignieren. Und das hoffe ich werden auch junge Frauen nicht. Was ist wirklich in den letzten 100 Jahren passiert?